Ja, ich stehe hier in Brüssel vor dem Gebäude der Europäischen Kommission. Hinter mir sind einige Mitstreiterinnen von Mehr Demokratie und auch europäische Mitstreiterinnen. Wir haben eben die größte europäische Bürgerinitiative aller Zeiten abgeschlossen mit 3.263.920 Unterschriften. Mehr Demokratie hat dazu beigetragen. Das ist ein riesiger Erfolg. Da bin ich sehr, sehr froh darüber. Wir haben 23 Mitgliedstaaten, die Mindestquoren überschritten. Das hat auch noch keine Initiative vorher geschafft. Wir haben jetzt heute hier die Abschlussaktion gemacht. Wir haben es sogar geschafft, einen Vertreter der Europäischen Kommission die Unterschriften symbolisch zu übergeben. Waren direkt am Gebäude dran mit ca. 100 Menschen. Das war eine sehr, sehr runde Veranstaltung. Und es zeigt, dass eben diese Europäische Bürgerinitiative eine Menge bewirkt hat, eine Menge Staub aufgewirbelt hat. Sie wird natürlich nicht alleine dazu führen, dass wir TTIP etc. stoppen. Dafür müssen wir noch mehr tun. Vor allem müssen wir dafür auf die Straße gehen. Das können wir bereits am Samstag, am 10. Oktober in Berlin. Ist große Demonstration am Berliner Hauptbahnhof. Mehrere 10.000 Menschen werden erwartet. Stopp TTIP, Stopp CETA, Stopp TISA. Mehr Demokratie ruft dazu auf. Wir haben mehrere Busse gechartert und ich hoffe, es wird ein sehr erfolgreicher Event, eine sehr erfolgreiche Veranstaltung. Auch danach wird es natürlich weitergehen mit vielen Aktivitäten, die Mehr Demokratie macht. Wir stellen dabei immer die Demokratiefrage. Wir setzen uns ein für mehr Transparenz, für weniger Lobbyismus. Wir sind gegen den Investorenschutz, den übertriebenen Investorenschutz in CETA und TTIP, auch gegen die regulatorische Kooperation. Und wir sind natürlich für fairen und freien Handel. Und wer das will, der muss am Samstag auf die Straße gehen.